runtergeben in die Kommentare. Wir sprechen, weil Daddy am Start ist und er ist immer jung und frisch, sprechen wir also über die Rookies, wo wir denken, Die Impact da Rookies. geht was. Da geht was. Da geht was. Die gehen ab wie ein Brezen, haben wir gesagt. Okay. Ne, können wir sie auch Ja, nennen. Ist ja genau. sehr egal. Ja, Ja. dies und andere Themen. Genau, letzte Woche hatten wir, ist die neue deutsche Welle schon wieder vorbei in der NFL und prompt ist ein neuer Deutscher dazu gestoßen, Eric Njocha. Über den werden wir auch noch sprechen. Tja, und los geht's mit den In- und Outs, oder? Ja. Ich möchte aber wie immer vorher sagen, Ah, wir ja. machen das nicht für uns alleine, sondern wir wollen das mit euch zusammen machen. Wenn ihr Kommentare habt, Meinungen, Anregungen, was auch immer, dann schreibt es bitte gern bei YouTube oder Facebook, wo wir gerade live sind, in die Kommentare rein. Und wer uns später per Podcast hört, auch dort haben wir immer ein Auge drauf, wenn ihr uns was schreibt. Auch da seid ihr herzlich eingeladen. Wir leben auch von Feedback. Unbedingt. Von Brot und Feedback. Unbedingt. Ja. Daddy lebt eigentlich nur von Bier. Das stimmt. Und Brezen. Das Und ist ja Brezen. bei allen Münchnern so eigentlich. Ich Und glaube auch. Leberkäse. Ja. 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 Ja, okay. Ich habe auch übrigens, möchte ich einfach jetzt, muss ich zum Besten geben, dass ich heute gelernt habe, dass Biergärten nur Biergärten sind, wenn was? Kastanienbäume da Kastanienbäume, ja. rumlungern? Weil wir waren nämlich am Vatertag, war ich mit einem Schwaben, mit dem Chris und mit einem Hamburger in Hamburg in dem Biergarten. Es hat ja auch einen Ausschank und so, aber es war halt kein Kastanienbaum. Du. Nirgends. Also ist keiner. Du gehst jetzt schon wieder. Was ist die Zeit? Ja, Das fängt nee, jetzt schon das wieder ist nur an. eine kleine Anekdote aus dem Privatleben. Wir sind ja auch Menschen. Ja, vor allem, also. Nicht nur Maschinen. Daddy Ja. kommt ja aus Süddeutschland Roboter. und es war auch am Donnerstag gutes Wetter, aber er hatte keine Jacke dabei. Ja. Sodass ich ihm schon ab 19 Uhr meine Jacke leihen musste, Ja. weil er gefroren hat wie so ein kleiner. Ja. Ich kenne es halt mit Kastanienbaum ohne Jacke. Ja. So. Aber egal. War schon ein richtiges Geräusch. Wir Ja. gehen in und out. Fangen wir an. In. In ist für uns Victor Cruz. Da freut sich Kutsche. Kutsche Auf freut einen sich. Jahresvertrag unterschrieben bei den Chicago Bears. Ja, da freut sich vor allem Victor Cruz, dass ihn Ja. jemand haben will. Ja. Er hat ja schon spekuliert, oder er hat sich beschwert, Dass die Giants dass ihn die Giants rausgeekelt haben. ihn nicht angeworfen haben, obwohl er immer frei war. Na, hat er auch Sehr gesagt, er hat noch ein paar Jahre im spektakulär. Tank. Also, dann kann er ja jetzt mal bei den Bears zeigen. Bei den Da ist ja Bears. nicht so viel Konkurrenz. Naja, wobei, die haben jetzt auch, die haben ja schon einige Free Agents verpflichtet. Dazu muss man schauen, ob der Herr White irgendwann auch Naja, mal spielt. Kevin White wäre Ja. jetzt mal Zeit, ja. Der Meredith letztes Jahr war ja gar nicht so schlecht. Aber Ist die aber haben. halt, das sind beides halt andere Spielertypen. Ja, natürlich. Cruz in der Slot könnte theoretisch schon funktionieren, Könnte aber funktionieren, ne? Aber. weiß man nicht. Patella und so. Bei Jimmy Graham hat es funktioniert, aber der macht halt nicht so viel Cuts und ist nicht so auf die Wendigkeit angewiesen wie Cruz. Und weiß ich Das auch nicht, also stimmt. Wir muss man bleiben sehen. auf der Receiver-Position. Out ist für uns das Thema Hüftgold bei Kelvin Benjamin, Wide Receiver der Carolina Panthers. Wer die Fotos im Netz gesehen hat, ja, der hat noch ein bisschen was vor sich, oder? Ich habe gelesen, dass er Eddie Lacy aufgegessen hat. Ja. So. Ja, vor allem, also er soll ja Ja. nur 5 Kilo zu viel haben, aber Aha. also wer von euch auch diese Bilder in den sozialen Netzwerken sehen, das sieht schon eher nach 15 Kilo aus. Ja, aber Er es war ja gab doch. früher Linebacker, Ja, genau. also er hat eher so die Linebacker-Statur als die Ja. Es gab ja Wide-Receiver-Statur. letzte Saison, gab es doch dieses Foto von Tony Romo in der Offseason. Ja. Da sah ähnlich dick aus. Also vielleicht täuscht es ja. Ja. Aber Hoffen wir es. der Coach ist ihm ja gleich zur Seite gesprungen, man soll ihn in Ruhe lassen und er hat ja noch genug Zeit, das abzutrainieren. Aber Ja. sah schon nicht sehr filigran aus, auf jeden Fall. Bisschen schwerfälliger. Ja. Ja, Aber gut, wenn aber es man. sind so die klassischen OTA-Themen. So, Raphael van der Vaart alles ist mit. beim HSV auch nie in bester Verfassung aus dem Sommerurlaub zurückgekommen, hat das dann Ich natürlich finde groß übrigens, abtrainiert. wir müssen uns langsam irgendwann einfallen lassen, dass in jeder Sendung artet das immer zu so 30 Sekunden HSV-Thema aus. Irgendwann müssen wir uns da mal. Wenn Ist ihr mir da auch schon draußen eine Idee aufgefallen, habt, ja. wie wir Kutsche oder Flo bestrafen können, Also erstens immer waren her es jetzt damit. maximal 5 Sekunden und zweitens hast du gesehen, was Detti. Gefühlt war es über 50 Jahre. Hast du gesehen, was Detti für Schuhe anhat? Braune Schuhe. Sieht man das? FC St. Pauli-Schuhe. Ja. Ist die Ja. Kamera Also es da? ist sehr viel Fußball hier Ja, in ich diesem bin Raum. schockiert. Ich möchte bitte gehen. Ja, das sind Hummelschuhe. So. In, um gleich wieder hier abzulenken, ist Spieler dürfen wieder ein bisschen feiern, wieder Touchdown-Celebrations. So. Bestimmte. Ja, Der genau. Schneeengel Gefällt ist dir, oder? erlaubt. Finde ich gut, ja. Gefällt Finde dir ich gut. auch. Der Schneeengel ist Der erlaubt, Schneeengel ja. ist vor allem super, weil der geht ja die ganze Saison. Ja. Den kann man ja immer bringen. Ja. Und sie dürfen jetzt auch wieder so Team-Celebration machen und sowas. Super. Ist es für euch eigentlich besonders wichtig, dass Chet Ochocinco da mit involviert war, dass er mit dem Commissioner zusammen
wahrscheinlich eine durchgezogen hat. Ja, da gibt es ja so Highlight-Videos von Ocho Cinco, wie er so den hier macht, so beim Golfen. Darf man wieder, ich habe da so ein paar Ideen, komisch. Ich finde es generell einfach ein Witz, dass die Liga darüber abstimmt, wie man denn feiern darf und dass sie sich jetzt wieder hinstellt, ja, und wir haben es erlaubt und wir sind ja alle so witzig und wir sind ja gar nicht so streng. Also, dass das überhaupt Thema auf so einem Owner-Meeting ist. Darf man sich auch Trikot über den Kopf ziehen? Finde ich in einer Entertainment-Liga schon ein bisschen fragwürdig. Den Helm darfst nicht runter zum Beispiel. Ja, aber Trikot über den Kopf. Du darfst auch keinen Stift im Schuh haben, um dann den Ball zu unterschreiben. Das verstehe ich überhaupt nicht. Aubameyang, um noch einmal zum Fußball zu kommen, dürfte. Also man darf auch keine Spider-Man-Maske irgendwie unter dem T-Shirt haben. Spielt auch beim HSV? Haben. Nee, der spielt bei TuS Hasefeld. Wieso spricht er eigentlich nie über Modest? Wäre mir jetzt mal ein Anliegen. So, singe nächste mal. Thema. Wie heißt der Hauptmann, wie heißt der Sohn von Frau Modest? Icke Hüftgold hat das gesungen. Genau, nein, glaube ich nicht. Oder? Colin Kaepernick. Oh, komm mal, mein Bayern hast du gar hier keine im Haus, Töne ey. Mehr eigentlich? Was? Machst du jetzt keine Töne? Ich bin einfach nur noch schockiert. Ihr könnt ja die ganze Zeit nur noch so machen. Irgendwie in der falschen Show hier. Colin Kaepernick war bei deinen Seahawks. Ja. Und selbst die haben vorerst eigentlich noch gar nichts gesagt. Aber es war auch schon jetzt ein paar Tage her, dass er da war. Und Austin Davis war. Der war auch noch da. Die waren zusammen da. Ja. Er hat aber kein Workout gemacht, angeblich. Hat sich vorgestellt. Hallo, ich bin's, der Colin. Tja. Und dann hat Spike Lee... Hat er, glaube ich, schon getwittert, dass er unterschrieben hat. Er gratuliert seinem Buddy, dass er jetzt ein Seahawk ist. Ja, Spike wollte schon den Film drehen. hat er dann wieder gelöscht. War doch nicht so. Also mich wundert es jetzt auch ein bisschen, weil es ja schon so gut wie sicher schien, aber jetzt doch wieder nicht. Ja, vielleicht ist es aber auch eine rein, sage ich mal, eine politische Entscheidung aus der Hinsicht, dass wir jetzt mal gucken wollen, wie es denn bei Herrn Boykin tatsächlich weitergeht. Ja, aber das ist eigentlich... Also eigentlich ist klar, es ist egal, wie es da weitergeht, weil... Der ist jetzt nicht so schlecht gewesen. Ich glaube, letztes Jahr hat er ein paar Snaps bekommen, aber Kaepernick war vor 3 Monaten schon eine super Idee und ist es immer noch, finde ich. Und kann er hat halt, kommen. Genau. Er hat ja immer noch keinen Verein, also wo er sich vorgestellt hätte. Deswegen bleibt ihm halt nichts anderes übrig, glaube ich. Und die Seahawks-Spieler selber, die mögen ihn, glaube ich, eh schon ganz gern von damals, als er noch ein 49er war. Habe ich ja damals auch schon gesagt, dass die immer zusammen weggegangen sind, so Vatertag und so. Und deswegen wird er super passen. Zu Seahawks und sich mögen, kommen wir gleich nochmal. In. Danke. Ist Josh Norman für seine Aussage, ja, quasi er battelt alle NFC East Receiver und da ist jetzt eigentlich nicht so viel bei und erwartet Bad Blood. Und genau, es gibt Strafen, Blut und Sperren oder so, hat er gesagt. Das ist doch das, zweimal, was wir in der Offseason haben wollen. Absolut, oder? Dafür ist er ja auch bekannt. Also herrlich. Das erwarte ich auch von ihm. Herrlich. Weil er halt zweimal ja auf Des Bryant trifft und auf OBJ. Des Bryant ist nur einer von vielen, hat er gesagt. Ja, genau. Da sind jetzt Elite ist da nicht unbedingt dabei. So. Ja. Und ja. OBJ hat er letztes Jahr wohl homophob beschimpft. Deswegen sei der so ausgeflippt. Okay. Oder vor 2 Jahren gegen Carolina. Es hat halt jeder seine Rolle in dieser Liga und Sherman ist dann halt der Darth Vader der NFL. Nee, wir sind aber nicht bei Sherman, wir sind Josh Norman. Genau. Norman ist aber übrigens auf der Liste, um ein bisschen vorzugreifen, der nicht, meist nicht gemochten. Ja, meist da kommen wir später zu. Ja. Zu Recht. Da kommen wir später zu. Ja. Out wiederum ist das rechte oder linke Auge von rechte. Mike Zimmer. Rechts. Out klingt jetzt in dem Fall, das Auge ist out. Es ist aber noch nicht out for life. Das nee, Auge. Aber 8 Augen-OPs? 8 OPs, ja. Netzhautablösung. Hey, sehr komisch. Hey, der Arme, aber er will weitermachen. Komm mal, was wolle. Er hat sich angeblich gekratzt. Also eine Netzhaut löst sich eigentlich meistens von selber ab, aber er hat wohl bei irgendeinem Spiel aus Versehen beim Jubeln oder so was sich gekratzt. Und seitdem wird er halt immer operiert, aber okay. Tja, ja, sieht auf jeden Fall schlimm aus mit seinem riesen Pflaster da über dem Auge. Ja. Aber er wird auf jeden Fall weiter coachen. Ob vielleicht oder ist es ja aber auch gar nicht so schlecht, sich die Vikings nächste Saison mit nur einem Auge anzuschauen. Abwarten. Auge zudrücken. Innen ist Aaron Rodgers, der seiner kompletten O-Line Geländebuggies gekauft hat, im Wert von jeweils, ich glaube, 20.000 pro Stück. Da machst du einen O-Line happy, oder? Ja, normal kriegen die auch immer so Segway-Dinger. Die Dinger sehen geil aus, also die können ein bisschen was. Die sahen witzig aus, also für ihn eine witzige Idee. Ja, hat ja gerade keine Partnerin, also hat er wahrscheinlich ein bisschen Zeit, shoppen zu gehen. Ich finde, du könntest dir da halt mal ein Beispiel dran nehmen. Warum stattest du denn nicht mal deine Footballerei-Freunde? Ja, wir sind doch auch deine O-Line. Aus? Mit irgendwas. Ihr seid doch auch meine O-Line. Ja. Dir schenke einen Kastanienbaum. Ja. Und dir? Irgendwas von diesem Fußballverein. Vielleicht. Diese ja. Fußballsache da. Jadolim. Trikot. Ja. Bei eBay. Olic. Der ist bei den Löwen. Olic ist bei 60. Wir schweifen ab.
Der muss morgen spielen. Genau. Das habe ich wieder was getan hier. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid da draußen. Tut mir wirklich leid. Weil du keine Ahnung von Fußball hast. Wir sind ab nächster Woche die Fußballerei. Ja. Stellt euch darauf ein. Und nochmal out. Zum Abschluss sind deine Seahawks. Denn ganz offensichtlich ist ja das Ende nah. Sherman mag niemanden, keiner mag ihn. Offense, Defense mögen sich nicht, geben sich immer noch die Schuld für das Super Bowl-Debakel. Was ist da los, Daddy? Das ist Offseason. Der ESPN hat da eine Geschichte draus gemacht. Und vor allem die Begründung war, dass, also warum Sherman Russell Wilson nicht mag. Sie haben irgendwann vor ein paar Jahren mal gesagt, dass er nicht schwarz genug sei. Das kam auch aus der Ecke. Das hat damals schon keiner verstanden. Also er ist halt nicht so ein Homie oder keine Ahnung. Oder immer zu verliebt in seine Frau oder sowas. Und die Begründung war, dass 2014 in dem Practice Sherman wohl eine Interception gefangen hat und dann irgendwie Wilson beschimpft hat, dass er so schlecht ist. Und das war aber vor Super Bowl 49. Und das ist jetzt 3 Jahre her. Und das ist der Aufhänger für eine Off-Season-Geschichte 2017. Und es wurde natürlich auch gleich dementiert. Michael Bennett, Sherman, Bennett hat gesagt, es wäre Gossip und Trash und so. Er ist schon ein bisschen nachtragend, oder, Sherman? Ja, er ist halt immer so ein bisschen wütend. Er ist immer ein bisschen wütend. Chip, aber er ist auch ein guter Mensch. Er hat doch irgendwie so eine Highschool, zum Highschool-Mädel versprochen, wenn du zu den Besten gehörst, dann unterstütze ich dich an der Uni. Und das macht er jetzt auch tatsächlich. Also, er hält auch Wort. Herrlich. Ist kein schlechter Mensch. Herrlich. Nee. Eben. So, jetzt wechseln wir mal das Thema und kommen. Letzte Woche haben wir noch groß gefragt, ist die deutsche Welle in der NFL Geschichte? Und prompt kommt die NFL und sagt, nein, wir haben da eine neue, alte, aufgewärmte Idee. Die NFL hat wieder ein internationales Practice-Squad-Programm eingeführt. Das gab schon mal zu NFL-Europe-Zeiten. Und jetzt gibt es das ab diesem Jahr wieder. Das heißt, 4 nicht-amerikanische Spieler und nicht-nordamerikanische Spieler bekommen die Chance, für ein Jahr bei einem Team im Practice-Squad zu sein und sich da entsprechend zu empfehlen. Das sind 3 Engländer und ein Deutscher. Einer davon von den Engländern, Tight End bei Atlanta, war ja Rugby-Spieler früher. Genau. Also alle in der NFC South und bei den Tampa Bay Buccaneers ist der Eric Nchocha. Der Bruder von Mark Nchocha. Der bei den Cowboys spielt. Ja. Genau. Insofern haben wir schon wieder einen Deutschen mehr. Das freut uns sehr. Der definitiv, das ist klipp und klar, der ist dabei und der bleibt das ganze Jahr im Practice Squad. Also wir werden ihn nicht spielen sehen, aber der kann auch nicht rausfliegen. Ja. Eine gute Sache. Wenn ich es richtig verstanden habe, steckt dahinter auch der Footballerei-Freund Aiden Dirty. Tut er. Der ja auch der Entdecker von Moritz Böhringer. Oder Entdecker und Entwickler von Moritz Böhringer ist. Eine super Sache. Also ist Linebacker, der Erik, war früher Tight End, wurde umgeschult, hat bei den Franken Knights gespielt. Rotenburg. Und dann ist er nach Wyoming gegangen. Ja, cool. Schöne Sache. Und bringt uns gleich zu unserem Lieblingsfreund in der NFL, Kevin Davis. Wer das Interview noch nicht gesehen hat, letzte Woche haben wir mit Kevin gesprochen, der Flo ist extra dafür natürlich nur nach L.A. gedüst. Hat Kevin da abgefangen, mit ihm länger gesprochen. Waren auf dem Eistee unterwegs. Und lohnt sich, interessantes Interview einfach zu hören. Wie sind so die ersten Erfahrungen in der NFL? Worauf kommt es an? Was erwartet ihn? Wie sieht er selbst seine Zukunft? Er ist eigentlich geht er sehr realistisch, aber auch mit viel Leidenschaft und Elan an die Geschichte. Und solltet ihr euch definitiv reinziehen. Video findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Genau, schöne Bilder geworden. Daddy und ich haben auch einen Ausflug gemacht. Wir waren letzte Woche Freitag bei unserem Partner Tars in Hasefeld. Du kennst das große Lager ja schon, Stolle. Du warst ja auch mal mit. Daddy war auch sehr angetan. Da haben sie uns dann auch erklärt, das hatten wir letzte Woche, haben wir uns doch gefragt, warum denn Mitch Trubisky eigentlich auf so einen Autoreifen wirft für Panini. Es gibt tatsächlich diese Trading Cards. Da ist Panini der Exklusivpartner der NFL. Und Tars hat auch diese Trading Cards. Also wenn ihr da mal gucken wollt, da findet ihr das beste NFL-Merch der gesamten Welt, des gesamten Planeten auf www.tars.com, T-A-A-S-S.com. Und seit kurzem gibt es dort auch die Footballerei-T-Shirts. Also wenn auch ihr mit der Footballerei über den Laufsteg wollt, gut auszusehen, auch da könnt ihr in dem Online-Shop bei Tars mal nachschauen. Ich bin mir sicher, wir haben nur Laufsteg-Models da draußen. Ja. So wie wir halt. Ja.
Absolut. O-Liner. Schön. Ja, hier kam übrigens der Vorschlag, bei jedes Mal HSV erwähnen, ein Dosenbier auf Ex. Oh, das ist ja ein super Plan. Oder? Wir haben nur leider kein Dosenbier. Hm. Ja. Aber das können wir ja morgen machen. Battles aber ein bisschen da draußen. Wenn uns Holsten hört. Ja. Ja, genau. Okay. Oder Becks. So, jetzt kommen wir, jetzt werden wir bei Ernst. Genau, du moderierst das genau. An. Ich, also wie ihr mitbekommen habt, letzte Woche gab es ein Unternehmen, was aus der Schweiz kommt, nämlich Tax Leans Investment. Die sitzen in Zug in Zürich und die haben das Stadion der Baltimore Ravens kurzfristig erworben. Da arbeiten noch ein paar deutsche Mitarbeiter und wir sprechen heute, da ist er schon, mit dem Alex. Hi, hallo. Alex, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist Asset Manager bei Tax Leans, bei der Tax Leans Investment AG mit Sitz in Zürich, richtig? Richtig, genau. Super. Ihr macht auch in Holz. In Holz und Steine, genau. Magst du vielleicht, weil du hast da am meisten Einblick logischerweise drin, noch einmal in deinen Worten erzählen, wie sich diese skurrile Geschichte denn jetzt eigentlich zugetragen hat? Genau, also ich fange mal damit an, dass ich einfach erkläre, was denn Tax Leans überhaupt sind, damit die Hintergründe klar werden. Also ja. Die Counties in den USA, ein County, das ist vergleichbar mit einem Landkreis bei uns, die finanzieren sich zu 80% durch Immobiliensteuern. Mhm. Das heißt, die haben Ausgaben wie Schulen, Feuerwehr, Polizei, Infrastruktur. Und um die Ausgaben zu bezahlen, brauchen sie die Immobiliensteuern. Und wenn jetzt so ein Immobilieneigentümer seine Steuern nicht bezahlt, dann hat er ein Jahr Zeit. Und falls er dann immer noch nicht bezahlt hat, dann wird diese Steuerschuld versteigert. Das bedeutet, dann können Investoren wie wir oder auch wie ihr, das kann jeder machen, können diese Steuern bezahlen und sie bekommen in Maryland dafür 2,5% Rendite pro Monat. Und da das ja nicht ganz uninteressant ist, sind wir natürlich da tätig. Und im Vorfeld gibt es natürlich ganze Listen, das sind über 20.000 Objekte, die es dort dann gibt zu kaufen. Und ich habe eben gesehen, dass sich dieses Stadion auch auf der Liste befindet. Und mit einem Steuerwert von über 300 Millionen fällt es natürlich auf. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben einfach ein Gebot platziert. Das bedeutet, wir haben 21 Millionen geboten, also sollte das Stadion versteigert werden, bekommen wir es für 21 Millionen. Und wir haben eben dieses Tax Lien dann gekauft. Und Tax Lien, das ist eben nicht das Eigentum an der Immobilie, oder also am Stadion selber, sondern wir haben sozusagen die Hand drauf mit diesem Tax Lien. Das heißt, bevor irgendwie irgendwas mit diesem Stadion gemacht wird, müssen wir erstmal bezahlt werden. Und sollte das nicht der Fall sein, hat man in Maryland und natürlich auch in Baltimore nach 6 Monaten das Recht, dass man das Stadion zwangsversteigern kann. Und wir waren eben am Montag, da war die Auktion am 15. Wir waren beim Fischessen bei Nick's Seafood Restaurant, weil Maryland ist ja bekannt für Seafood, und haben dann einen Anruf bekommen von der Baltimore Sun, eben ob wir diejenigen seien, die das Stadion gekauft haben oder das Texting gekauft haben. Und das Witzige war, ich wusste das bis dahin gar nicht, weil wir waren den ganzen Tag unterwegs und habe das erst durch den Reporter erfahren, dass unser Gebot gewonnen hat. Und da muss ich kurz zwischenfragen. Und dann seid ihr in Jubelschreien ausgebrochen oder was macht man dann, wenn man plötzlich weiß, dass einem so ein Stadion gehört? Also das Stadion hat uns ja nicht direkt gehört, sondern nur das Texteln drauf. Also wir waren erstmal ein bisschen verwundert. Weil das Erste, was ich mich gefragt habe, bei einem Objekt mit 300 Millionen Wert oder über 300 Millionen Wert, warum gewinnt das Gebot mit nur 21 Millionen? Das war so das Erste, was ich mich gefragt habe. Und da ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde stand dann ein Reporter bei uns mit Kamera, also mit Videokamera zum Interview. Und ja, hat uns darüber befragt und war eine coole Sache. Am nächsten Tag hat sich dann auch das Wall Street Journal gemeldet. Da waren wir dann auch noch drin. Ja, genau. Und wir haben dann eben auch von dem Reporter erfahren, dass es sich scheinbar um einen Computerfehler handelt. Wobei ein Computerfehler kann ja viel bedeuten. Fakt ist bisher, wir haben noch kein offizielles Statement von der Stadt bekommen. Mhm. Und unser Investment, also diese $5,400, die wir da bezahlen mussten, haben wir bis jetzt auch noch nicht zurückbekommen. Das heißt,
zum jetzigen Zeitpunkt sind wir immer noch Eigentümer des Textlin. Ehrlich? Ja, genau, diese 5.400 Dollar, das ist die nicht bezahlte Wasserrechnung innerhalb genau, dieses Gebäudes. Genau, die nicht bezahlte Wasserrechnung. Ja. Normalerweise sind es ja die Immobiliensteuern, aber es kann auch mal eine Wasserrechnung dabei sein. Und in dem Fall war es eben die Wasserrechnung. Okay, aber wenn du sagst, Stand jetzt, seid ihr irgendwie immer noch diese Besitzer, was habt ihr denn damit vor? Was macht ihr denn jetzt mit dem Stadion? Also wir haben jetzt aktuell eine recht komfortable Lage, weil wir haben unseren Teil jetzt erledigt und jetzt ist einfach die Stadt dann dran oder die Stadium Authority. Naja, ihr habt ja gesagt, ihr seid ab nächste Woche die Fußballerei und daher vielleicht interessiert sich ja auch ein deutscher Fußballverein für das Stadion. Oder wenn ihr natürlich Interesse habt, euer eigenes Footballereistadion zu haben. Ja, ja, das wäre doch was. Eine Super Bowl Party in Baltimore klingt irgendwie gut. Das klingt gut. Das Footballerei-Field. Ja, ist doch super. Seid ihr denn überhaupt NFL-Fans? Oder habt ihr ein Lieblingsteam sogar? Also bis jetzt noch nicht, aber jetzt würde es sich ja anbieten, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ja. Ist ja. Denn, also ich muss gestehen, ich bin, oder wir alle drei sind alles andere als so Immobilienexperten, dieses Tax-Lien-Verfahren, ist das denn auch eigentlich in Deutschland anwendbar? Weil auch hier haben ja Sportvereine immer mal wieder offene Rechnungen, die sie nicht begleichen können. Also ist sowas auch in Deutschland vorstellbar oder geht das rechtlich nicht? Das ist, also in den USA ist es ein Gesetz, das ist schon über 300 Jahre alt. Also vor über 300 Jahren wurde das erste Tax-Lien dort verkauft. Und das gibt's in der Form auch nur in den USA. Das heißt, die deutschen Vereine brauchen sich da keine Sorgen zu machen. Sowas gibt's bei uns nicht. Und kannst du aus dem Nähkästchen plaudern? Also habt ihr schon mal ein erfolgreiches Tax-Lien-Verfahren gestaltet und es dann vielleicht meistbietend oder ja wieder verkauft? Erzählt man das oder bleibt das in ja, der... Ja, also da kann man schon drüber reden. Es ist ja auch unser ganz normales Business. Ja. Aber es ist bisher noch nicht vorgekommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich nachher eine Immobilie bekommt, ist sehr gering. Mhm. Das liegt bei uns auch dran, dass wir zum einen mal, es gibt ja verschiedene Parameter, wie viel kostet dieses Tax-Lien, also wie viel will ich investieren, wie viel ist die Immobilie wert. Und wir haben die Parameter auch so gewählt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir das Geld einfach zurückbezahlt kommen, plus dieser Zinsen. Und wir haben bei uns in den Statuten auch festgelegt, dass wir keine Familien aus irgendwelchen Häusern schmeißen. Mhm. Okay. Sondern es ist immer so, ich sag mal, in 99,9% der Fällen haben wir damit einfach eine gute Rendite, die uns zurückbezahlt wird. Und der zweite Punkt, weswegen ich auch in Baltimore war, wir haben eben mit dem Home Trust Modell, das haben wir entworfen, in die Welt gerufen. Und damit bieten wir eben europäischen Investoren Zugang zum US-Immobilienmarkt. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, weil da geht es wirklich darum, Immobilien zu kaufen, ist aber jetzt unabhängig auch von Tax-Lien. Okay. Nochmal kurz zurück zu dem Stadion. Geht ihr denn davon aus, dass ihr von der Stadt dann in irgendeiner Form entschädigt werdet? Dauerkarten, Trikots, Geld? Ein Draftpick. Ein Draftpick. Also wir haben schon gesagt, mindestens 4 Dauerkarten sollten drin sein. Sehr gut. Ich gehe mal davon aus, also sollte dieses Tax-Lien wirklich als ungültig erklärt werden, dann werden wir einfach unser Kapital zurückbekommen. Ansonsten, wenn sich nach 6 Monaten nichts getan hat, dann werden wir die Zwangsversteigerung beantragen. Ja. Wahnsinnig spannende Geschichte. Auf also da Fall. Müssen wir bleiben only, wir dran. Only in America, oder? Also so. Ja, das ist wirklich only in America, ja. Sehr schön. Mich würde nochmal interessieren, da geht es ja wirklich hauptsächlich um Immobilien. Hast du oder habt ihr so eine Lieblingsimmobilie? Also wenn ihr euch das jetzt aussuchen könntet zum Beispiel, gibt es da irgendwas, wo ihr gerne dann involviert wäret? Also ich liebe Waterfront Properties. Mhm. Also mit großer Wasserfläche. Als ich in Baltimore war, einer unserer Businesspartner, der lebt in einem Waterfront Property. Und wir hatten dann schön am Samstagmittag schönes Barbecue, direkt am Wasser in der Chesapeake Bay. Leichte Brise, Traumtemperaturen, ein Traum. Also bei Waterfront Properties bin ich auf jeden Fall immer dabei. Okay. Klingt gut. Super. Das klingt gut. Ja, Alex, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns die Geschichte die auch nochmal erklärt hast. Wir bleiben da dran, wir sollten in Kontakt bleiben. Ja. Auf jeden Fall, ich halte euch auf dem Laufenden. Wunderbar, vielen Dank. Alles klar, dann Dankeschön. Dir noch einen schönen Tag. Gruß in die Schweiz, ciao. Richtig, ja, danke, ciao. Ja, herrlich. Ja, ich glaube, Joe Flacco zittert ein bisschen. Absolut.
So gut wie arbeitslos. Ja, echt eine total verrückte Geschichte. Ja, das ist echt eine crazy Geschichte, auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, die Chesapeake Bay ist echt nett. Da würde ich auch investieren. Komm, Kutsche, machen wir. Mit den Millionen, die wir hier so verdienen jede Woche, lass doch mal. Ja, aber weil du es gerade sagtest, Super Bowl Party, das können wir auch nochmal sagen, nicht, dass ihr es vergesst. Am 10. September macht die Footballerei eine NFL-Kickoff-Party auf dem Hamburger Kiez. So ab späten Nachmittag geht's los. Wir wissen mittlerweile auch, wo wir das machen, verraten wir aber noch nicht. Wir wollen die Spannung noch ein bisschen hochhalten. Aber 10.9., wer es bisher noch nicht gemacht hat, bitte ganz fett in den Kalender eintragen. Und eine Super Bowl Party wird es von der Footballerei munkeln. Es gibt Gerüchte. Auch geben. Es gibt Gerüchte. Ja. Auch in Hamburg. Wir reisen nicht so gerne. Ja, wir sind nicht so. Ja. Wir sind da nicht so. Würden wir uns freuen, wenn wir die neue Saison mit euch zusammen begießen können und darauf begießen anstoßen, und genießen, wenn ihr da seid. Genau. Ja, jetzt ich fand ein sehr witziges, interessantes Thema, weil wirklich Only in America, so eine Geschichte, das ist echt schon schräg. Und jetzt, aber wieder, jetzt werden wir ganz ernst endlich mal. Natürlich. Es geht um die meistgehassten Spieler in der NFL. Daddy, erzähl du noch mal. Ja, ich habe noch wegen dieser Waterfront-Property, das hat dann der Hoeneß auch, oder? Am Tegernsee. Also, ist echt schade, dass es das in Deutschland nicht gibt. Aber egal, falsches Thema. Nee, wir haben letzte Woche haben wir eine Umfrage gestartet auf Facebook, Twitter, Instagram. Und es haben einige hundert mitgemacht von euch. Das war vielen super. Dank dafür. Ein paar Wochen vorher haben wir das gleiche auch gemacht. Das meistgehasste Team der NFL. Das hat auch schon ganz gut funktioniert. Und da haben wir euch auch den Statistikfuchs, also die Auswertung des Statistikfuchses dann gezeigt. Das machen wir jetzt in dem Fall auch wieder. Und wir haben eben gefragt, welchen Spieler könnt ihr am wenigsten ausstehen in der NFL? Und, in der NFL, genau. Wo in der NFL, genau. Nicht beim HSV. Ja, einer hat auch Robben genannt. Ja, genau, stimmt. Ja. Einer, den habe ich aber rausgestrichen dann aus der Auswertung. Ja, wollen wir die Grafik mal zeigen? Die ist schon live. Ist schon der Statistikfuchs sagt, dass. Wie heißt er? Platz 1 ist? Cem Newton? Mhm. Ja. Cem Newton. Souverän. Aber deutlich, ein Drittel der Stimmen hat er bekommen. Ne? Mhm. Also, muss man mal klar sagen. Aber ich glaube, das zieht so ein bisschen weiter, was wir schon bei Most Hated Teams hatten. Da waren die Panthers ja auch relativ weit vorne, dass die Leute, glaube ich, auch beim Team eigentlich an Cem denken, oder? Cem Newton ist so ein bisschen. Klar, ist das Gesicht, ja. Ist das Gesicht und wir, die etwas Älteren hier, sind ja auch skeptisch, was eher ihn angeht. Also, weißt du, wer so Party macht und Dab und hast du nicht gesehen, ne? Aber er heult dann immer wie ein kleines Mädchen, wenn es nicht läuft. Ne? Ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute so ein bisschen die Schnauze voll haben. Ja, ich glaube auch die Super Bowl 50, wie er da irgendwie. Da oder auch jetzt letzte Saison. Die tun mir alle weh. Und die Schiris beschützen mich nicht. Ja, keiner mag mich, verdammt, ne. Ja. Ja, und dahinter folgen erst auf Platz 2 Tom Brady. Da, es gibt halt doch viele Leute, die ihn scheinbar doch noch gerne haben. Aber beide zusammen knapp 60% der Stimmen, muss man auch mal. Ist auch schon sehr eindeutig. Und auf Platz 3 Richard Sherman. Ja. War aber auch zu erwarten. Nicht ne? so überraschend. Also, ja. Auch da haben wir Patriots, Seahawks sind ja auch bei den Most Hated Teams auch vorne dabei gewesen. Klar. Und dann auf Platz 4 überrascht mich, Odell Beckham ist mit dabei. Mhm. Aber Vontaze Burfict. Mhm. Stellvertretend für alle Thugs in Cincinnati. Ja, Pac-Man Jones wird zwar auch mal genannt. Aber Wahnsinn. Vontaze ist wirklich auf Platz 4. Burfict ist sehr beliebt, ja. Und Josh Norman auf Platz 5, immerhin noch 3% bekommen. 6. Beckham ist 5. Ja, die waren ja punktgleich. Ja, zusammen. Mann. Und der Rest hat irgendwie viele, viele andere auch noch genannte, die dann auch nochmal irgendwie. Ja, also bei den anderen genannten war halt Aqib Talib, wurde noch ein paar Mal genannt. Peterson, wegen seiner Kindererziehungsmethoden vermutlich. Big Ben hat ja auch mal eine Vergewaltigung angeblich oder doch nicht gehabt. Eli. Fand ich überraschend. Ja, nee, Eli ist einfach nur. Das war das Interception-Face wahrscheinlich. Ja, ist, glaube ich, sein Face. Ihn da geht es einfach nur ums Face. Ja. Zecke Elliott wurde ja auch noch ein paar Mal. Zecke Elliott. Ja. Naja, waren schon eine Menge dabei. Na, letztlich sind es halt alles Typen, die polarisieren, ne? Newton, ja, Sherman, also, Burfict. Ist jetzt kein Panther dabei gewesen, oder? Und bei Brady ist es dann sicherlich auch irgendwie, der ist halt zu erfolgreich. Das ist ja so. Futterneid bei Brady. Ja, genau, das ist dann der Futterneid. Oder Russell Wilson wurde gar nicht genannt, das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, jetzt ist ja gut, Mann, ey, hör doch mal auf jetzt. Nee, ich sag ja, mich hat's ja überrascht. Ich muss natürlich nochmal erwähnen, dass Russell Wilson toll ist. Ja, das ist ja das Problem. Der ist ja so toll, dass ihn, dachte ich, mehr Leute nicht mögen. Ja, dann ist er scheinbar nicht so toll. So perfekt. Weil er für die Leute einfach zu dumm. Weil er immer Playbook studiert mit Sierra oder Chiara. Ja, der ist auch jede Woche 17 Mal im Kinderheim am Start. Genau. Und vielleicht genau deswegen dachte ich,
Ja. Aber Menschen Colin Kaepernick auch nicht so wurde auch kaum bis gar nicht genannt. Ja? Was ja Kaepernick, bedeutet, ja. In Deutschland würde er dann wahrscheinlich schneller einen neuen Verein finden als in Amerika. Ja. Weil hier ist er beliebter als da. Ja. Ja. Spannend. Schwäbisch Hall Unicorns zum Beispiel. Ja. Die suchen noch einen QB. Auf jeden Fall interessant, das mal so Backup. So aufgelistet zu sehen, finde ich, dass tatsächlich der Cem, der Cam Newton, der unbeliebteste bei euch ist. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und wir finden auch wieder eine andere Umfrage. Das ja, ja, wir also je näher die Saison kommt, desto mehr Liebe wird es geben. Mehr Hass und Liebe. Die beliebtesten Teams, die beliebtesten Spieler, machen wir alles. Die hässlichsten Trikots. Nicht nur Hass alles. Wird hier gestreut. So, Detti, wir haben schon anfangs gesagt, da du da bist, und das ist ja wirklich eine Ehre für uns und kommt hoffentlich auch nicht so oft für mich vor. Auch, für mich schon ja. auch. Du wolltest gern über das Thema Rookies reden. Impact. Ja, Impact. Deep Impact. Ja, also welche, ja. welche, also Detti wollte unbedingt loswerden, wo er sagt, das sind die Jungs, ich sage, die schlagen ein wie eine Granate, die ist ja bei ihrem Team in der NFL. Das ist ja der Unterschied. Also ich würde eher sagen, wer schlägt in seinem Team ein, und du würdest es eher anders definieren, so wer ist wirklich in der NFL dann jemand, der für Schlagzeilen sorgt. Also das dann automatisch aber auch in seinem Team wahrscheinlich. Naja, das sowieso. Ja. Aber mir reicht es schon mal, in seinem Team vielleicht ein hoher oder niedriger Draftpick zu sein und dann in seinem Team sofort Starter zu werden. Wie zum Beispiel Cooper Kupp. Cooper Kupp, unser Liebling. Den lieben wir ja. Unser Sleeper. Unser Sleeper Wide Receiver. Mhm. St. Louis Rams, Runde 3, ne? Genau. LA Rams, ja. Ja, egal. Genau, dritte Runde, Eastern ob jetzt, Washington. Ob jetzt St. Louis oder San Diego. Ja, es ist wurscht. Two girls. Hauptsache in Mailand. Hauptsache Kalifornien. Ja, also Eastern Washington, so kleines College. Kleine Uni, ja. Spielt aber. Die haben ein rotes Fell. Ja, stimmt, sieht super aus. Könnt ihr mal bei YouTube gucken. Cooper Kupp Highlights gibt es tatsächlich. Immer schön rotes Feld. Ja. Wie so ein Tennisplatz schaut das aus. Genau, und spielt aber mehrmals im Jahr. Also hat er gespielt, auch gegen die Pac-12-Teams. Ja, da hat er gut ausgesehen, auf jeden Fall. Sogar gegen Washington, ja. Washington Huskies mit ihren Star-Defensive Backs, die alle in der zweiten Runde gedraftet worden sind. Genau, jetzt ist er in L.A. gelandet. Ich glaube, dass er einen Impact haben wird, weil die haben ja nichts mehr. Also Jared Goff hat ja niemand. Kenny Britt ist weg. Der war jetzt auch keiner, der eigentlich für Angst und Schrecken sorgt, hat aber trotzdem 1.000 Yards geschafft. Ja. Also so als Argument, mit Jared Goff kannst du keine gute Saison haben, würde ich gar nicht so sagen. Kenny Britt hat es ja auch geschafft. Dann haben sie Tavon Austin. Das ist das Fragezeichen, seit er gedraftet wurde, was mit dem eigentlich los ist. Dann haben sie den Reynolds auch mal gedraftet, einen Receiver. Genau, eine Runde später. Ja. Und haben halt hier den haben sie auch noch. Ja, genau, den haben sie auch noch. Gurley. Meiner Tochter schöne übrigens, habe ich ausgeliehen. Gibt es bei TARS.com. Bei TARS, genau. Ganz frisch. Ja, also ich bin da. Achso, Robert Woods haben sie noch. Und Robert Woods ist vermeintlich Nummer 1 Receiver bei den Rams. Also ich glaube, die Konkurrenz ist jetzt für Cooper Kupp nicht so groß. Das stimmt, ja, da gebe ich dir. Aber für mich ist es auch nicht so ein Spieler, wo ich sage, okay, da wird jetzt aber auch gleich Bam. Ne, Bam nicht, also, aber wenn er vielleicht der Leading Receiver im eigenen Team ist für den dritten. Catches für 680 Yards. Für 80 Catches für 900. Das finde ich schon nicht. Impact. Das wäre es, aber das ist. Aber jetzt nicht. Pass auf. Jetzt also der hat in 4 Jahren, das finde ich Wahnsinn. Also ich würde mich interessieren, ob jemals so ein Spieler so eine College-Karriere hatte. 4 Jahre, 428 Catches, 6500 Yards und 78 Touchdowns. Also der hat in jedem Jahr über 1500 plus Receiving Yards gehabt. Eastern Washington. Naja, aber. Und war nie verletzt. Das ist immer schön. Lass mal stehen. Cooper Kupp. Cooper Kupp. Ich kaufe mein Trikot, wenn er einen Impact jetzt hat. Jetzt setze ich dagegen ein. Ja. Ich setze auch einen Offensivspieler dagegen. O.J. Howard, Tight End, Tampa Bay Buccaneers. War aber, viele dachten vielleicht Top-10-Pick. Sehe ich bei Tight Ends nicht unbedingt. Mhm. Aber, 19, glaube ich, ja. 18 oder 19, ne, bei den Bucks dann. Aber ich glaube, dass der halt, also erstmal hat er in der Pro-Style-Offense in Alabama gespielt. Heißt, er weiß, wie es geht. Auch wenn er in Alabama wird der Tight End nicht so wirklich als Receiver eingesetzt, ne, sondern eher als Blocker. Ist ein athletischer Freak, ist ein Riese. Also ich glaube, da passt schon mal. Glaube, dass er einfach die Offense besser macht. Die haben natürlich jetzt zwei sehr gute Receiver. Mit Braid hatten sie auch, glaube ich, den Leading Touchdown Receiver, Tight End in der NFL letztes Jahr. Aus dem Nichts eigentlich. Aber jetzt hast du da auf einmal so eine richtige Granate, so eine richtige Bombe, der einfach nicht so wirklich zu verteidigen ist. So eine Art Tight End. Und vor allen Dingen, James Winston mag Tight Ends. Er hat unter allen NFL-Quarterbacks seit 2015 Spieler, ne? Mhm. Das fünfthöchste Quarterback-Rating bei Pässen auf Tight Ends. Naja. Insofern glaube ich, dass der wird halt richtig einschlagen und richtig, gerade in der NFC South, wo alle Teams voll auf Offensive setzen dieses Jahr, glaube ich, dass der
Also wenn du sagen würdest, welcher hat den größten Impact in 3 Jahren, dann hätte ich es unterschrieben. Aber ich glaube, der hat jetzt erst Jahr Tight End. Hm. Dann Braid wird auch nicht verschwinden. Nee. Die Sean Jackson fängt ein paar Touchdowns. Mike Evans, Top 3 Receiver in der Liga. Dann hast du diesen Humphreys in der Slot. Der wird der Granate sein. Ich glaube, für James Winston ist es sensationell. Yeah. Fantasy Sleeper übrigens. Nee. auf Quarterback. Aber ja, also er ist ein super Spieler, glaube ich auch. Und an 19 sehr spät noch bekommen. Also haben sie, glaube ich, Glück gehabt, die Bucks. Aber ob er jetzt gleich so abgehen wird, also statistisch, weiß ich jetzt nicht. Wen hast du denn noch? Genau, bevor ihr euch jetzt völlig in die Haare bekommt. Ja. Mach mal Defensivspieler. Ich habe Jared Davis von Florida, Linebacker, Detroit. Ja. An 21 war 2 Jahre Starter in Florida, nur. Hat aber relativ viele Tackles for Loss, ein paar Sacks hat er gehabt. Ich glaube, in Detroit hat er halt eine riesen Chance, weil die Andre Levy, der hat ja eigentlich eh nicht mehr gespielt die letzten paar Jahre, genau, ist jetzt offiziell 2 Jahre eigentlich fast nur noch verletzt, aber entlassen. Und seitdem fehlt halt wirklich so ein richtiges Ass als Linebacker. Genau. Allein letztes Jahr gegen Seattle fast 200 Rushing Yards zugelassen in den Playoffs. Gegen Rawls, ja. Genau, da fehlt halt wirklich immer. Ich glaube auch, dass der auf jeden Fall ein Impact-Player sein wird. Und er ist wohl, also er ist auch in der Coverage ganz gut, also ist er wahrscheinlich tatsächlich gleich so ein 3-Down-Linebacker, ja. Ist ja auch eher selten bei Rookies. Green Bay hat ja letztes Jahr auch, glaube ich, 2 Inside-Linebacker, oder? Rookies, ja. Die aber halt immer nur 2 Downs gespielt haben. Deswegen, glaube ich, kriegt er schon ein paar Tackles zusammen. Und dann haben sie halt diesen Whitehead, der letztes Jahr Mittellinebacker gespielt hat, angeblich einer der schlechtesten. Pro Football Focus hat gesagt, Whitehead war vogelwild. Der wird auf jeden Fall irgendwie Outside-Linebacker spielen. Dann haben sie diesen Warillo, ist auch so ein altes Schlachtross aus Atlanta bekommen. Er wird auf jeden Fall starten und in der Position kann ich mir nicht vorstellen. Ist für die Defense mega wichtig, der Typ. Ja. Die haben nicht so wirklich viele Knaller in der Defense. Ja. Ja. Apropos Knaller in der Defense, Kevin King hätte ich dagegen. Ja, leider. Cornerback Green Bay. Den hätte ich gern bei uns gesehen. Ja. War ein super Pick für Second Round. War, finde ich, fast schon ein Steal, wenn man so weit oben davon reden kann. Hat eine Mega-Size, super Cover-Corner, hat 2016 keinen einzigen Touchdown zugelassen. Und ich glaube, Green Bay war ja, was Passing angeht, oder Passing-Defense, sowohl Touchdowns als auch Yards, ganz, ganz weit hinten in der Liga, irgendwo immer in den letzten 3, 4. Wissen wir alle, Randall, Rollins, Gunter. Gunter war ganz stark. Waren alle nicht so wirklich genial. Also die Verletzung von Sam Shields hat da sicherlich auch eine große Rolle gespielt. Haben sie den House jetzt nicht wiederbekommen? Der House ist zurück, aber der ist meiner Meinung nach kein wirklich Starting-Cornerback. Kein Wunder, dass Jacksonville nach einem Jahr gesagt hat, Dankeschön. Also ich glaube, dass King von Day One starten wird, wer auch immer dann hier Nummer 2 Cornerback ist. Ist ja auch so ein Riese, gell? Insofern glaube ich, dass der wirklich echt wichtig für die Packers sein wird und einen riesen, riesen Impact haben wird. Mhm. So, wobei man ja auch sagen muss, für Stolle sind viele Riesen. Hast du noch einen dritten? Ja, Joe Mixon. Also, so leid es mir tut, aber ich kann mir nicht... Ja, wir suck live hier wieder. Der war nicht auf der Liste, komischerweise, aber er ist ja auch erst seit ein paar Wochen in der NFL, deswegen. Ja, Joe Mixon hatte da einen kleinen Inzident mit einer Dame. Klein, ja. Ja, 2014. Hab nochmal gesehen, also Video wurde echt erst 2016 veröffentlicht, ne? Also ja. Das ist auch... Was für ein Zufall. Da hat einer schön lange gewartet und hat ihm dann einen reingedrückt. Aber also Joe, ich glaube schon, also der Spieler Joe Mixon ist First-Rounder und ich glaube, dass er die Bengals wirklich weiterbringen wird. Bei den Bengals ist halt für mich die große Frage, können die O-Line-Abgänge irgendwie kompensieren? Mhm. Sonst ja, die haben halt diese beiden Tackles links und rechts, die haben sie, glaube ich, 2015 oder so. Aber gerade die Guard-Positionen sind eben sehr, da sind noch viele Fragezeichen, muss man gucken. Aber vom Talent her, glaube ich, kann man ihm da nichts absprechen. Running Backs gibt sowieso sehr viele, glaube ich, die echt eine Chance haben, ein Impact-Player zu sein. Ich habe mir noch als dritten genommen einen weiteren Verteidiger. Taco Charlton von den Cowboys. Bodhi, falls du uns zusiehst. Die Cowboys hatten letztes Jahr, glaube ich, ihre einzige wirkliche Schwachstelle oder die größte, die immer genannt wurde, war der Pass Rush. Hatten nicht einen einzigen Spieler mit mehr als 6 Sacks im Team. Jetzt ist auch quasi die komplette Secondary abgewandert. Alles voll mit Rookies da hinten. Und ich glaube, dass ein Taco Charlton da von Tag 1 an wirklich für Furore sorgen kann. Ein wichtiger Spieler sein. Was so die letzten Jahre alles da war, von Greg Hardy angefangen, das war alles irgendwie nicht so wirklich toll. Ja. Insofern glaube ich, dass der echt einen riesen Impact haben wird bei den Cowboys. Und aus einer
ja, einen durchschnittlichen Defense plötzlich auch eine wesentlich bessere machen kann. Und ich glaube, dass es auch wichtig sein wird, weil ich nicht glaube, dass die Offense nochmal so spielen kann wie letztes Jahr. Ich glaube, das wird ein bisschen weniger. Ja, wir nageln euch drauf fest, wenn es soweit ist. Ja, am Ende der Saison oder wann auch immer. Da wird abgerechnet. Bang. Bang. Das Internet vergisst nie. Nein. Das werden wir dann wieder irgendwie rausholen. Brotschäle macht so. Brody macht so. Ja. Super. Sehr gut. Was ist denn sonst so draußen los eigentlich? Du liest wenig vor. Ist da ja, eben los? Schrieb, ich glaube, der Jan schrieb, er hat schon ein Bahnticket gebucht zur Party. Super, Jan. Oder, ja, insofern. Nimm dir eine Jacke mit. Mach nicht denselben Fehler wie Daddy. In Hamburg wird es auch gern am 19 Uhr ein bisschen frischer. Das ist nichts mehr im Aber wenn du keine Jacke bei hast, da wo wir feiern, wird es auch Mädels geben, die dich gern wärmen. Das stimmt. Kosten aber ein bisschen Geld. Würde ich sagen. Was ist da los? Ich bekomme hier noch eine Message. Ja. Ich muss sie mir aber erstmal durchlesen. Also liest du erstmal vorher durch. Nee, sonst. Ist hier noch irgendwas? No, Niklas schreibt, Bada Baker und Hassan Reddick sind für ihn zwei Spieler, wo er sagt, fetter Impact. Also Reddick ist er, definitiv. Genau. Sagen definitiv. Der wird, glaube ich, in Arizona ein Knaller sein. Die haben ja da auch seit Jahren eigentlich nichts auf der Position. Ja, die rotieren, glaube ich, recht viel, aber. Das ist so einer. Minter. Auf den folge ich mich. Ja, auf den folge ich mich. Die Detroit Lions haben heute auch noch einen Running Back geholt, ne? Habt ihr das gelesen? Matt Asiata ist gewechselt. Den kannst du da wiederholen. Also ja, Fantasy. Fantasy Football ist ja super. Ja, super. Matt Asiata. Ich habe mir seine Statistiken angeguckt. Also, der hat irgendwie auch 16 NFL-Touchdowns schon erlaufen, gefangen, wie auch immer. Das ist ja auch nicht so schlecht. Also, ja. Wer kann das schon von sich 16 behaupten? Touchdowns und für insgesamt 17 Yards wahrscheinlich. Die brauchen ja auch, also können ja auch noch mal frisches Blut gebrauchen. Ja, mit Abdullah und Abdullah und weiß man ja nicht, wie lange der kann. Abdullah geht ab. Bin mir sicher. Sagst du, dieser wird's was? Ja. Jetzt wird's verletzt. Wenn er sich nicht verletzt, sich wieder was verbricht. Abdullah geht ab. Abdullah. Ja. Obligata Abdullah. Genau, ich habe gerade übrigens just in diesem Moment die Nachricht bekommen, dass auch just in diesem Moment in unserem Shop ein T-Shirt bestellt wurde. Vielen das Dank ist ja dafür. Schön. Deswegen auch nochmal der Hinweis, es gibt bei uns auch super witzige, tolle, sehr gut sitzende T-Shirts. Sehr gut sitzende auf www.footballerei.de/shop, da könnt ihr mal reinschauen. Den Trophanten gibt es zum Beispiel. Da gibt es wirklich, also wirklich einfach jede Menge smarter Sprüche auf den T-Shirts. Dann lassen wir uns gerne mal irgendwas einfallen. Derjenige, der gerade bestellt hat, vielen Dank. Eine gute Wahl. Weiß man, was für ein Shirt bestellt wurde? Ich nicht. Bestimmt okay. Der Trophant. Meinst okay. Du? Jetzt ich glaube Hale Rogers. Hale Rogers. Zum Terry Bell vielleicht doch. Mhm. Bevor wir kurz zum Ende kommen, wollte ich noch mal kurz über meinen letzten Blog reden. Da kannst du bestimmt auch was zu sagen. Mhm, bestimmt. Free Agent Oldies. Mhm. Da sind ja, wie gesagt, Kaepernick ist immer noch nicht untergekommen. Er hat auch gesagt, Seattle ist perfekt für ihn. Mhm. Wenn ihr euch den durchlesen wollt, unter footballerei.de, da gibt es den Blog und seine Blogs und seine Blogs und viele, viele Blogs und Bausteine. Und bunte Smarties. Genau, und ich wollte mal so drei rausheben, wo ich glaube, die können echt. Gary Barnage ist für mich ein Spieler, wo ich sage, die Browns haben ihn entlassen, nachdem sie Njoku gedraftet hatten. Njoku wäre bei den Titans eher mein Kandidat übrigens gewesen für den Impact Player. Okay. Nein, die haben ja nichts. Nicht drauf fest. Die haben ja nichts. Die haben den Coleman. Ja, die haben ja auch kein Quarterback. Nee, ja, aber das haben die wenigsten. Da und, unten. Aber der Barnes, ich glaube, ist einer, ne, in den letzten zwei Jahren, ich glaube, fast 140 Catches. Pro Bowl 2015 war so der einzige in der Offensive der Browns, der so Konstanz mitgebracht hat. Ja, aber den gibt es ja auch schon ewig. Der war doch früher bei Carolina. Den aber hat nie. Trotzdem glaube ich, dass er. So ein Team, ich habe geschrieben, halt, also ich glaube, die Jets sind ein perfektes Team für ihn. Der wird relativ günstig zu haben sein. Die Jets haben quasi niemanden, der einen Ball fangen kann. Seferian Jenkins haben die. Ja, der hat in den letzten drei Jahren, glaube ich, 5 Spiele gemacht. Und ist suspendiert. Und ist suspendiert oder verletzt. Ja. Und Leggett, der Second-Round-Pick, sagt von sich selbst: Ich finde faule Sau. Ist sehr gut, ja. Insofern ist es eine super Einstellung. Ja. Ich glaube, dass ein Barnage genau da der Typ ist, der sagt: Weißt du, 40, 50 Bälle fange ich euch, das kriegen wir hin. Egal, ob der Decker spielt oder nicht. Denn der Decker ist ja auch kein Number One Receiver. Mhm. Der braucht ja eigentlich auch jemanden, der ihm so ein bisschen den Rücken frei hält. Ja. Der würde ja gut hinpassen. Daryl Revis, finde ich, ist ein interessantes Thema. Wurde erst freigesprochen von allen. Ich habe deinen Blog auch gelesen. Ein Satz hat mich schockiert. Ja. Schockiert. Jetzt bin ich gespannt. Ja, weil du hast ja geschrieben, der muss nicht unbedingt einen neuen Verein finden, weil er kriegt dann 6 Millionen. Wahnsinn, wa? Und du hast gesagt, wenn das für dich der Fall wäre, würdest du auch ein Jahr nichts für die Footballerei machen. Ist dir Geld so viel? Das ist doch. Es geht kommt hier, davon, wenn man Ghostwriter schreiben lässt. Es geht hier um viel mehr als um Geld. Es geht um Herzblut. Es geht um Fußball. Ja. Ja. Fand ich nicht gut, Stolle. Ja, 6 Millionen kriegt der Revis, wenn er nicht spielt. Mhm. Das ist natürlich auch ein geiles. Garantiert, ne? Schweigegeld, in Anführungsstrichen. Mhm. Insofern weiß ich gar nicht, ob der überhaupt
Bock hat, weil ich glaube, sein Ego sagt, 6 Millionen ist viel zu wenig für mich. Aber jeder, niemand zahlt ihm mehr als eine Chance, zwei? Dass er nochmal zu den Patriots geht, aber Belichick ja. ist ja auch nicht blöd. Nee, aber Belichick ist, mag ja gerne so alternde Stars. Aber da müsste er halt eine andere Position spielen. Entweder müsste er einen Slot, Slot oder vielleicht Safety. Oder Safe, er macht es noch. In dem Alter, Woodson hat es halt gemacht. Woodson hat es gemacht und hat gerockt. Ne? Also, naja. Kann klappen, aber tut halt weh. Safety tut weh. Und dann habe ich noch, den haben wir eben schon angesprochen, DeAndre Levy. War halt wirklich ein Star-Linebacker bei den Lions, als das ein paar Jahre richtig fett Gasse geben und dann, als der dicke Vertrag unterschrieben wurde, folgte eine Verletzung auf die nächste. Ja, der hat irgendwie Hüftschaden, wahrscheinlich hat er schon so eine Plastikhüfte, eine bionische Hüfte. Eine bionische Hüfte. Keiner weiß es. Ja, aber ich und glaub, dann hieß es noch, er hat irgendeine mysteriöse Krankheit, hatte ich auch mal gelesen, weil er halt so gar nicht auf die Beine gekommen ist. Deswegen. Aber ich glaube, der könnte mir einen Philly vorstellen. Ist eine 4-3 Defense und Jim Schwartz ist da DC, der ja sein Head Coach war in Detroit, beziehungsweise den sogar gedraftet hat. Ja. Also ist ja gerne mal so eine Reunion, kommt ja immer gut. So wie wenn du es hier bist. Ne? So. Genau. Für billig, für lau. Billig. Darum geht's ja. Aber der ja, Levy wird halt nichts mehr für 6 Millionen will ich euch alle sagen, ihr piept mich mal und dann wäre ich einfach mal für ein Jahr weg. Ja. So, also sammelt da draußen schon mal. Wollte ich gerade sagen, können wir sammeln? Das wäre schön. Crowdfunding. Ja. 6 Millionen Urlaub für Stolle. Ja. Reicht dann aber auch nur für ein Jahr. Also dann müsstest du auch wieder arbeiten. Könnte sein, weil die hau ich auf den Kopf. Könnte sein, aber nur. Cooper-Kopf. Auf den Cooper-Kopf hau ich mir die. Ja, und jetzt, bevor wir zum Ende kommen, Daddy. Daddy ist ja unser großer Fantasy-Guru, Nerd, Schlampe, Nerd, wie man will. Passt besser, ja. Kann man bezeichnen, wie man will. Und da Fantasy-Football ja für uns überlebenswichtig ist und für euch da draußen hoffentlich auch, oder es wird für euch überlebenswichtig, Daddy, weih uns ein in das, was diese Saison da so kommt. Ja, ja, wir haben ja zum Start der letzten Saison angefangen mit der Footballerei. Da war es fast schon zu spät, um sich noch für Fantasy-Football-Ligen einzuschreiben. Das solltet ihr dieses Jahr unbedingt machen. Also wir drei spielen schon seit über 10 Jahren. Seitdem es das Internet gibt. In einer Liga. Ich glaube, wir gehen in unsere 12. Saison tatsächlich. Ja, ich kam ein bisschen später nach. Kutsche hat mich dann eingeladen. Das werde ich ihm nie vergessen. Ich werde es auch nie vergessen. Danke, Kutsche. Nachdem der den Bums dreimal hintereinander gewonnen hat. Ja, aber das ist schon ganz schön lang her. Ja. Ein bisschen wie bei den Cowboys bin ich. So. Große Geschichte, aber seitdem nichts mehr. Naja, und Mali guckt zu, kannst du nicht sagen. Ja, aber was ist denn da? Ist ja nicht mehr los da, bis auf letztes Jahr. Nee, also Fantasy Football ist, viele werden gar nicht wissen, wie es genau funktioniert. Also es ist eigentlich vergleichbar mit Communio, wenn wir wieder beim Fußball sind, oder Kicker Manager oder so. Das gibt es in Deutschland schon auch, das haben die sich nämlich abgeguckt vom Fantasy Football in den USA. Da funktioniert es ein bisschen anders, da gibt es teilweise Ablösesummen. Bei Communio gibt es, glaube ich, auch jeden Spieler nur einmal, aber man spielt in der Liga. Du musst jetzt noch nicht. Nee, ist schon klar, aber damit die Leute halt so ungefähr Vergleich ziehen können. Also man kann sagen, wer Fantasy Football spielt, fiebert eigentlich noch mehr während der Saison. Genau, der freut sich dann auch, wenn der Gegner einen Touchdown macht. Genau, und man guckt sich halt Jacksonville gegen Cleveland an. Und hey, Blake Bortles, komm. Freut sich, wenn Gary Barnage einen Touchdown gemacht hat. Ja, und wie gesagt, wenn dann die Seahawks gegen die Packers spielen und der Rodgers macht einen Touchdown, dann freust du dich trotzdem. Nee, den kriege ich ja nicht. Verloren, aber das ist das Problem. Nee, also ihr könnt auf, ich sag mal, 4 großen Plattformen spielen. Also NFL.com bietet es an, CBS, ESPN, Yahoo. Also wir spielen in der Yahoo-Liga seit Jahren zum Beispiel. Da schreibt man sich dann ein, muss sich halt einmal registrieren. Man braucht bestenfalls, sage ich mal, 9 bis 11 andere Freunde, dass man halt eine 10-12er-Liga gründen kann. Wenn ihr nicht genug Freunde habt, ich muss hier kurz eingreifen, dann einfach eine persönliche Nachricht an uns. Daddy kann nicht genug Teams haben. Genau. Also wir kümmern uns drum, hätte ich schon fast gesagt. Also wir vermitteln dann gerne, ja, also wenn Leute Mitspieler suchen oder einfach nicht genügend Leute im Freundeskreis haben, um da eine eigene Liga zu gründen, dann schreibt man sich ein, macht eine Liga auf und dann geht's los. Und es ist im Endeffekt so, dass du für jedes Yard, das du live in der Red Zone oder bei Pro7 Max siehst, kriegst du halt Punkte in deinem Fantasy-Team. Das ist der große Unterschied zu diesen Fußballgeschichten. Du musst nicht ein paar Tage warten. Jedes Yard zählt und genau, für den Touchdown gibt es 6 Punkte, für den Quarterback, für den Receiver. Und wer am Ende des Spieltags in so einem Man-to-Man-Duell, also du spielst dann immer gegen einen anderen aus deiner Liga, wer dann die meisten Punkte hat, der gewinnt den Spieltag.
Und das ist. Erzähl doch mal kurz, was du dann diese Sachen alles so vorhast. Bei der Footballerei, naja, also wir haben es letztes Jahr auch schon gemacht. Wir werden also zwei Blogs auf jeden Fall pro Woche machen. Dienstags wird es eine Waiver Wire geben, also es sind quasi alle Spieler, die verfügbar. Free Agents sind, ja, also die verfügbar sind. Wenn sich irgendein Running Back am Wochenende das Kreuzband reißt, ist halt sein Backup sehr gefragt, den vorher keiner hatte. Außer du. Ja, vielleicht. Du hast sie alle. Jetzt schon mal gebunkert. Spreche hier nur aus Erfahrung. Ja. Und Ende der Woche wird es dann immer so eine Start-Sit-Kolumne geben. Ne? Also welcher Spieler, der sich nicht von selbst erklärt, also Aaron Rodgers braucht man nicht schreiben, den aufzustellen, das ist eh klar. Aber halt so ein paar Sleeper-Kandidaten dann. Gibt ja jede Woche ein, zwei Kandidaten auf dem Markt, die man empfehlen kann oder sagt, lass die Finger davon. Genau. Ja, also du bist da voll am Start. Voll. Also ich glaube, du liest wahrscheinlich schon seit Wochen Bücher, Zeitungen und hast du nicht. Gibt's leider noch nicht, dauert noch ein paar Wochen. Dann malst du dir die selbst wahrscheinlich schon seit Wochen. Also Fantasy Football ist eine Riesensache, bringt sehr viel Spaß. Wer sich bisher noch nicht damit beschäftigt hat, der ist in der Footballerei goldrichtig. Wir nehmen euch in die Hand. Detti ist quasi der Dr. Sommer des Fantasy Footballs. Ja. Egal, was für Fragen ihr habt. Ohne Schwein. Wie kommt die erste Frage schon rein? Mhm. Kostet Fantasy Football was? Nein. Das ist ja das Allerbeste dran. Man kann, wenn man will. Ja, ne? Man könnte um Geld spielen in den USA, machen es ein paar, aber das finde ich jetzt nicht den Reiz. Also es ist alles kostenfrei, einfach nur auf der Plattform deines Vertrauens registrieren, ein paar Freunde zusammentrommeln, eine Liga gründen, fertig. Und dann kann man halt natürlich, was das Scoring, was die Settings betrifft, kann man halt variieren. Und es kostet nicht mal so viel Zeit. Also wenn man ambitioniert spielt, braucht man vielleicht in Summe eine halbe bis man kann viel Zeit verbringen, aber außer man, Daddy, der man ist kann halt, natürlich wie Daddy dann nochmal nachts um vier schon den Waiver Wire bedienen und gucken, wer da man kann aber auch zweimal in der Woche kurz reingucken, ist auch möglich. Also wenn wir euch neugierig gemacht haben, es wird verstärkt auch um Fantasy Football gehen in den nächsten Wochen in der Footballerei. Genau. Ich schau gerade, ob hier noch irgendwelche viele Fragen reingekommen sind. Jetzt noch eine Frage zum Browns Draft. Ja, also von dem erwarten wir eine Menge, ne? Kann man so kurz gesagt. Die Brownies? Ja. Ja, Joko, super. Ja, alle. Ja, alle. Garrett, also da darf jeder ran, da darf jeder spielen wahrscheinlich. Ja, gut, Quarterback ist halt weiterhin. Aber wenn der Kaiser abgeht, dann könnte es wirklich gut werden, ja. Der Herr Kaiser. Nee, aber sonst ist. Ja, mach doch mal eine nette Linkliste zu den Plattformen von Fantasy Football. Kriegen wir hin. Ja, auf jeden Fall. Kriegen wir hin. Ja, wie gesagt, da wird euch Detti dann das ganze Jahr über versorgen mit gefährlichen Sachen. Deswegen habe ich ihn hier übrigens, das ist mein Zugpferd. Dein Zugpferd? Meiner hängt hier oben über mir. Weil letztes Jahr ist sogar mein Namensgeber. Gott Girlie Hexenschuss heiße ich überall. Ja? Ja. Letztes Jahr war er nicht so gut. Nee, war nicht. Nee. Und wenn er dieses Jahr wieder nicht gut ist, dann steche ich überall so Nadeln rein. Das macht James Harrison auch immer. Der macht das nur mit so Propfen irgendwie, um seine alten Muskeln dann wieder aufzubauen. Ja. Unfassbares Profil. Deswegen hat er noch Muskeln im Alter. Kann man ja mal. Man hatte erst schon mal welche, also im Gegensatz zu uns. Hattest du mal ein Sixpack? Ja, ne, früher? Irgendwo hier steht nur eins. So, machen wir hier ein neues Geräusch. Der war Weltklasse. Tiger Woods ist verhaftet worden. Das ist jetzt auch Fußball? Ich muss mal meine Tochter noch grüßen. Wie gesagt, die Footballerei. Alle deine Tochter. Die Footballerei sind Quatschmacher, soll ich sagen. Die sind Quatschmacher? Quatschmacher. Ja, manchmal schon. Manchmal schon. Aber nicht winken, ne? Man winkt nicht winken. In einer Großstadt. Genau, bitte nicht winken. Das wäre ganz schön. Ja, Leute, schön, dass ihr wieder da wart, dass ihr uns mit Fragen bombardiert habt. Noch einen schönen Gruß von unserem Freund des Hauses, Carsten Spengermann. Der hat 57-0 gestern gewonnen. 53, glaube ich, oder? Also egal, ich glaube 57-0. Das war hoch. Als Defensivchef, 0 Punkte. Unfassbar. Läuft. Ich glaube, sein kleiner Finger hat auch einen Teil. Der hat den Unterschied gemacht, ja. Ja, sonst diese Woche wieder Blogs. Du schreibst auch was, oder? Diese Woche? Hast du Lust? Immer die letzte Woche. Ja, ich bin immer. Ich schreibe auch, du, weiß nicht, hast du einen Ghostwriter oder schreibst du selbst was? Nee, ich fange im Juni dann mit Fantasy an. Ist schon Juni? Ja, warte mal, am Ende der Woche ist schon Juni, mein Freund. Jetzt hast du ein Problem. Ja, okay. Ja, da können wir nochmal allgemein, was ist Fantasy Football? Ja, dann packst du deine Links rein und so. Ja, danke für die Anregung im Netz, da hat der Daddy schon was zu schreiben. Machen wir das. Genau. So machen wir es. Folgt uns, schreibt uns gern auf jeglichen sozialen Netzwerken, unbedingt. Da sind wir am Start. 10.9., wie gesagt, wäre cool, wenn wir so viele wie möglich von euch treffen und mit euch anstoßen können und uns in Ruhe mal austauschen. Und ganz wichtig, das dürfen wir nicht vergessen, nächste Woche gibt es eine Ausnahme. Da sind wir nicht am Montag um 19 Uhr live mit unserem nächsten Podcast, sondern erst am Dienstag.
Also tragt euch auch das gerne in euren Kalender ein. Unbedingt, nächste Woche Dienstag. Aus terminlichen Rock im Park Gründen und so weiter gibt es uns nächste Woche Montag. Nicht, sondern am Dienstag. Genau, also hier kommen gerade immer mehr Fragen zu Fantasy Football rein. Leute, wie sagt Daddy? Lass uns doch noch ein paar beantworten, jetzt ist Daddy mal da. Wer weiß, wann also er wieder rausgelassen wird. Wo finde ich was, wie genau funktioniert das, mit wem kann ich wieder? Macht Daddy so ein schönes 1x1, oder? Fertig? Ja, genau. Und dann am Ende der Woche findet ihr es auf unserer Website, post natürlich auf Fatzebook und wie die anderen Seiten alle heißen da in diesem Internet. Und dann seid ihr informiert und könnt mitreden. Sieht's aus. Hier kommt auch nochmal Andi und fragt Cooper Cup, was halten wir von dem? Da musst du die Sendung nochmal von vorne gucken gleich, dann weißt du das. Impact Player, du weißt. Das hast verraten. So, ja. Aber wie gesagt, das war's für heute. Chris muss nach Hause. Der guckt schon auf die Uhr, hat Hunger. Insofern, Leute, schön, dass ihr dran wart. Schön, dass du da warst, Danny. Ja, schön, dass ich da sein durfte. Ja, bis nicht ganz so bald und dann, Bisschen. Ja, Daddy seht ihr spätestens Anfang Juni wieder. Da gibt es nämlich. Na Mitte, 12. 12. Juni, genau. Übernächste Woche sozusagen. Da geht, also ja, wahrscheinlich wird wohl klappen. Da sendet die Footballerei wahrscheinlich mal live aus München. Ja. Ich muss nur schauen, dass ich einen Kastanienbaum in meinen Keller kriege. Ja. Geht's ab. Also 12. So. Juni, Footballerei live aus München. Was machen wir denn da, Stolle? Das müssen wir nicht jetzt besprechen. Chris muss los. Okay, ja. Gut. Insofern, Leute, schönen Abend euch da draußen. Viel Spaß beim Podcast hören. Dann später. Danke für eure Treue. Ja, macht's gut. Tschüss. Servus. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.